Wir versuchen eine gute Mischung aus theoretischen Inhalten, theoretischer Wissensvermittlung und praktischen Inhalten zu machen. Das ist ja auch ganz einfach. Sie können sich vorstellen, dass Sie Führungserfahrung ja nicht in einem Theoriekurs vermitteln können, sondern Sie müssen das Gelernte nach Möglichkeit in praktischen Übungen, in Simulationsübungen, die sich hier primär anbieten, umsetzen. Für uns ist wichtig, dass wir in diesen Übungen auch den Stress einer realen Einsatzsituation versuchen zu simulieren. Beim Massenanfall von Verletzten oder Erkrankten muss der leitende Notarzt drei strategische Ziele in seinem Handeln berücksichtigen. Das erste strategische Ziel ist, dass auch beim Anfall von vielen Verletzten und Erkrankten gleichzeitig dieselbe Versorgungsqualität erreicht werden muss wie beim individuellen Notfall. Das zweite ist, der leitende Notarzt muss dafür sorgen, dass bei den vielen Verletzten an der Einsatzstelle die Patienten zuerst behandelt werden, die am schwersten verletzt sind, die dringlichste Behandlung benötigen. Und der dritte Punkt ist, dass durch eine geordnete Zuführung der Patienten in die Krankenhäuser das Chaos der Einsatzstelle nicht in die Krankenhäuser übertragen wird. Wenn wir eine unübersichtliche Lage haben mit einer unbekannten Anzahl Patienten, die richtigen Entscheidungen zu treffen, nämlich die Entscheidung, welcher Patient als erstes versorgt werden soll, also welcher Patient Behandlungspriorität hat, und sich eben nicht irritieren zu lassen von den Patienten, die am lautesten schreien, sondern seine Arbeit darauf zu konzentrieren, die Patienten herauszufiltern, die unsere Hilfe am nötigsten brauchen, um möglichst vielen Patienten das Überleben zu sichern. Die Studenten des Studienganges Rescue Engineering sind die zukünftigen Führungskräfte des Rettungsdienstes. Die Führungskräfte wissen, was ihr Personal vor Ort leisten muss, dass sie wissen, welche Anforderungen auf ihr Personal, auf ihr Rettungswesen zukommen. Und das sollen unsere Rettungsingenieure in Zukunft besser regeln, besser organisieren. Aus meiner Sicht ist die Kombination zwischen den erfahrenen Leuten aus der Medizin mit Studenten einer Hochschule, die vielleicht auch noch Zusatzqualifikationen wie organisatorische Leiter Rettungsdienst im Zuge ihrer Fortentwicklung gewinnen können, eine hervorragende Symbiose, um an der Einsatzstelle aus vielfältigen und bekannten Strukturen das Bestmögliche herauszuholen. Der leitende Notarzt ist für die medizinische Versorgung zuständig. Das müssen Sie sich jetzt aber so vorstellen, dass er nicht selbst Hand an den Patienten anlegt, sondern dass er die bestmögliche individualmedizinische Versorgung der Patienten organisiert. Da auch einfache rettungsdienstliche Situationen mit mehreren Verletzten häufig Haken und Ösen haben, die es zu lösen gilt, bevor man an die Verletzten im Zahlenbereich von 50 bis 100 denkt. Also beim Massenanfall von Verletzten ist die Situation zum Abarbeiten ganz ähnlich, aber sie muss auch schon bei geringeren Zahlen klappen. Wir trainieren ganz viel die Praxis. Bei dem gesamten Kurs, erst durch einen Vortrag, dann in einer Praxisübung, trainieren wir die Praxis anhand verschiedener Patienten, die wir darstellen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und eben genau diese Patienten herauszufiltern, um die es geht, nämlich die roten Patienten, die vital bedrohten Patienten, die jetzt sofort Hilfe brauchen, damit sie eben keinen weiteren Schaden nehmen, um so den Einsatz dann adäquat abarbeiten zu können. Von der Struktur der Einsätze fand ich es sehr gut gemacht, eben auch verschiedene Schadenslagen zu wählen. Was ich persönlich als sehr positiv empfunden habe, war eben die Möglichkeit, doch tatsächlich auch einmal die Möglichkeit im Stab, sich den ganzen Einsatz doch mal anzuschauen, wo man doch wirklich gesehen hat, wie Information einfach ankommt und auch wie spät Information ankommt. Und das hat mich persönlich doch nochmal sehr motiviert, auch zu sagen, ich muss einfach doch noch schneller und noch gezielter Informationen auch an die Leitstelle bringen, dass auch da das Miteinander noch zügiger letztendlich funktionieren kann. Bei Busunfällen brauchen wir nicht nur Notärzte am Einsatzort, die die Patientenversorgung sicherstellen und den Patienten dann auch ins Krankenhaus transportieren, sondern wir brauchen Führungskräfte. Wir brauchen Führungskräfte, die dafür sorgen, dass der richtige Patient ins richtige Krankenhaus transportiert wird mit der richtigen Versorgung. Und das sind unsere leitenden Notärzte. Es geht vor allen Dingen um die Interaktion zwischen demjenigen, der führt, und den Mitarbeitern, die geführt werden. Ich versuche immer wieder darauf hinzuweisen, dass auf der einen Seite Körpersprache,
aber auch bestimmte Ausdrucksweisen dazu führen können, dass man als Führungsperson ernst genommen wird oder eben auch nicht. Und das ist gefährlich für eine Führungskraft, wenn sie nicht ernst genommen werden. Weil es letztendlich nochmal einen sehr guten Überblick über die zusammenwirkenden Kräfte bei einem Großschadensfall gegeben hat und man da auch immer nochmal sehen konnte, wo gibt es eventuell Reibungsstellen, wo muss man in der Struktur, in der Zusammenarbeit letztendlich nochmal sehen, dass man doch einen neuen Schwerpunkt setzen kann, um einfach doch auch so eine Einsatzlage doch auch rückbetrachtet auch gut abarbeiten zu können. Also insofern war der Kurs sicherlich eine Hilfe, um das Ganze auch möglichst noch optimierter auf die Straße zu bringen. Das Asklepios-Institut für Notfallmedizin ist seit 1998 als Kompetenzzentrum für präklinische und klinische Notfallmedizin tätig. Wir haben im Wesentlichen drei Aufgabengebiete. Das eine Aufgabengebiet ist das Training nach nationalen und internationalen Standards, zum Beispiel nach den Regularien der American Heart Association. Das zweite Thema ist die Beteiligung an nationalen und internationalen Forschungsvorhaben. Und das dritte Thema ist die Beratung, zum Beispiel für die zentralen Notaufnahmen oder aber auch für Rettungsdienste, die sich nach dem KTQ-Prinzip zertifizieren lassen wollen.